und hallo meine lieben Freunde, willkommen zum nächsten Part von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Zuletzt sind wir hier gestiegen geblieben bei, genau, bei dieser eine Spinne da. Wir haben jetzt anscheinend eine neue Rutschparty. So, haben wir hier noch was? Irgendein Geheimgang oder so? So, ich habe jetzt ganz lange kein Video mehr rausgehauen. Nur zur kurzen Erklärung, weil ich halt nur diese Videos... ich spreche später darüber! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das genau, das habe ich gedacht. Bisschen langsamer werden. Man kann ja auch, wenn man Pfeiltasten, also was heißt S drückt statt W, kann man auch langsamer werden. Das ist nicht schön, was ich entdecke. Ist da wirklich nichts mehr? Naja. Aha. Okay, oh. Also, warum ich lange nicht aufgenommen habe. Ja. Es lag einfach daran, dass ich in der Arbeit sehr, sehr viel zu tun hatte. Die letzten 14 Tage war es so, dass ich nichts aufnehmen konnte. Aha. Aha. Dankeschön. Ich konnte halt nichts aufnehmen, weil ich jetzt sehr, sehr viel zu tun hatte, weil wir auch hier Besuch hatten. Das heißt, meine Tante kam aus Spanien. Beziehungsweise zwei Tanten kamen aus Spanien und die waren auf Besuch. Und ich musste die ganze Zeit auch noch arbeiten, also ich kann von Glück reden, dass ich jetzt Schule habe. Obwohl mir die Schule nicht so gefällt. Weil sie einfach halt, es zieht sich und es ist einfach, es sind einfach Themen, die man, entweder man kann sie, oder es ist einfach zu langweilig. Naja, auf jeden Fall, Na, das war witzig. Harry, wir müssen Ron helfen. So. Komm. In Duett. Genau, das habe ich mir gedacht. Okay, alles klar. Ach, das... Jetzt stimmt, jetzt, das stimmt, ja. Ich habe ja... Oh, komm schon. Ich lebe noch? Blödes Ding. Jetzt aber... Da ist noch was. Na komm. Werte mit Spawnen. Burnen. So. Aber ich glaube, so weiter erzählen, was ich... Warum ich einiges nicht machen konnte, werde ich erstmal... Was ist das da oben? Werde ich wahrscheinlich ein anderes Let's Play machen. Oder vielleicht... Ja, ein anderes Let's Play wahrscheinlich auch noch. Was ist das? Wow! Was ist das? Also wahrscheinlich jetzt ein Minecraft oder so. Tür ist zu. Was denkst du, ist das hier? Lass mich mal nachdenken. Wahrscheinlich müssten wir so eine Treppe machen oder so. Anscheinend. Zumindest das hat man anscheinend danach. Wow. Böhnen. Na komm her. Ah. Harry hat sie. Ja, das ist eigentlich logisch, wie man das macht. Also, zumindest für mich ist es gerade logisch.
Aber zuerst öffnen wir hier alle Türen. Truhen. Gott. So, das ist eine Pony. Deins Bündchen. Ist gut. Dann kommt das da hier. Ich dachte jetzt, das ist Viech hier. Ach, das kann man. Ich wollte es eigentlich in diese Richtung. Das geht auch so. Ich weiß, ich kann mal springen. Nick. Also dieses Ding hier können wir. Ja, anders geht's doch nicht. Hä? Oh, das ist ja breiter. Lol. Ah! Die Pulso. Natürlich, die Seite sieht man nämlich nicht. Die Pulso. So, perfekt. Dann müssen wir dieses Ding darüber schieben. Na komm. Warum nicht? Ja, wahrscheinlich. Okay, wir schubsen es dann noch ran. Ab, run. Nicht run, Harry. Dann machen wir das so. Und wahrscheinlich wachen jetzt alle Skelette zu leben. Sag ich doch. Ich hab's gesagt. Da hinten man auch. Okay, warum dieses Dadam, Dadadam? Okay. Verstehe ich nicht, aber. Ich will ja nicht meckern. Es gibt eine Karte. So, wie viel Zeit habe ich denn noch? Wo ist der Hund? Das ist kein Hund. Ihr braucht keine Angst zu haben. Sirius Black ist nicht das, was ihr denkt. Und Kretze ist keine Ratte. Er ist ein Zauberer und heißt Peter Pettigrew. Was? Passt auf! Ich kann das erklären. Pettigrew ist ein Animagus. Nicht Sirius Black hat deine Eltern verraten, Harry. Das war Pettigrew. Ja. So hat die Geschichte sich an sich. Peter Pettigrew hatte nicht nur James und Lily Potter an Voldemort verraten, er hatte den Verrat auch Sirius Black untergeschoben. Pettigrew sollte nach Hogwarts zurückgebracht und Professor Dumbledore übergeben werden. Aber in dieser Nacht sollte noch ein weiteres Geheimnis gelüftet werden. Was ist los? Überlass das mir! Lauf! Sirius! Pettigrew ist verschwunden! Er hat sich in eine Ratte verwandelt! Geht es ihm gut? Zumindest atmet er. Ich will Vitalzeichen überprüfen. Professor Lupin ist ein Werwolf? Das klang wie ein Hund.
Das muss er sein. Geh und hilf Sirius. Ich kümmere mich um Ron. Lasst ihn in Ruhe. Er ist unschuldig. Ach, kommt schon. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Na komm, Kreis, beweg dich! Kreis! Oh, ich pass dich auf! Zu sehen, der ihm zu helfen versuchte. War es sein Vater? Aber nein, das konnte nicht sein. Harry, wie geht's dir? Was ist passiert? Geht es Sirius gut? Wo ist Ron? Madam Pomfrey sagt, dass Ron wieder gesund wird. Er braucht nur ein wenig Ruhe. Leider hatte Sirius Black nicht so viel Glück. Er ist in einem hohen Turm eingesperrt. Er wird bald den Dementoren übergeben. Ich kann nichts dagegen tun. Aber er ist unschuldig. Ich glaube das auch. Was wir brauchen, ist mehr Zeit. Aber... Oh, der Zeitumkehrer. Zeitumkehrer? Heute Nacht könnte mehr als nur ein unschuldiges Leben gerettet werden. Ich wollte es dir erzählen. Irgendwann. Ich habe diesen Zeitumkehrer von Professor McGonagall bekommen. Ich habe ihn das ganze Schuljahr benutzt, um zusätzliche Stunden belegen zu können. Das erklärt so einiges. Wir könnten ihn benutzen, um Seidenschnabel zu retten. Und dann fliegen wir mit ihm zum Turm hoch und retten Sirius. Wir müssen aufpassen, dass unsere früheren Ichs uns nicht sehen. Interessant, interessant. Seidenschnabel muss irgendwo da drin sein. Es ist schrecklich still. Hast du den Zeitumkehrer auch um die richtige Zeit zurückgestellt? So, aber ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.